Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Angmar, wenn ich mich nicht irre. Boah, dann wollen wir mal gucken. Oh, welchen davon nehmen wir? Ich glaube der da. Dann schauen wir mal. Da müsste sich ja nichts getan haben. Nee, schaut gut aus. Also zwei Schlachten hier. Ich will halt wirklich nicht cheaten. Jetzt gucken wir mal, ob der Safestat nur ein Safestat war oder ob das das gleiche ist, aber müsste das gleiche sein. Ja, schaut gut aus. Auch zwei Angriffe hier. Ich würde sagen, wir machen einen interessanten Teil zuerst. Und dieses Mal ist das die Eroberung von Run. Sehr schön. Was haben wir da? Zeig mal her da. Ist jetzt nicht so überwältigend, aber gut, wird reichen müssen. Wird reichen müssen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist super leise. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwo einen Fehler gemacht habe oder nicht, aber na, mal sehen. Wird sich schon finden. Ich habe eine lustige Idee gehabt. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache oder wie ich es mache oder ob das überhaupt irgendwas bringen soll. Yay! Woo! Also die sind schon mal begeistert davon, dass ich eine Idee habe. Festung braucht man jetzt nicht. So. Okay, erstmal den ganzen Sums wieder machen. So. Hier gibt's doch was zum Einnehmen. Oh, hier gibt's was zum Einnehmen. Ja, dann rennen wir einfach überall da lang. Kann ich den Troll? Nee, kann ich leider nicht. Schade. Ich dachte, ich könnte was anfangen mit dem Troll. Das Pferd ist ganz schön stark. Legt sich hier mit so einem Troll an. Boah, die Angriffsgeschwindigkeit von dem Typen ist ja mal abartig lahm. So, fertig. Okay. Ich weiß es noch nicht. So, ein paar Axtschleuderer. Ist nämlich gar nicht so schlecht. Hier gibt's doch irgendwo auch. Ja, das Leuchtfeuer ist nett, aber hier gibt's doch irgendwo auf der Karte. Dingsbumsies. Hier, Geldmacherteile. Wie heißen sie denn? Vorposten. Oh, ich weiß nicht wo. Ah, da unten ist einer. Ja, genau. So. Unser neues Gebäude ist. Da können wir gleich angreifen. So, die meisten sind schon gestorben. Sehr gut. Und zwar hat es doch da oben auch ein Vorposten. Ja, genau. Weil die Vorposten sind einfach unglaublich nützlich. Geld kann man ja in dem Spiel fast nie zu viel haben. Ich hab's mal geschafft. Ich werde mich rächen. So viele, das war, ich glaube, Daroland war es. Oder Darolat heißt, glaube ich. Daroland oder Darolat? Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall. Oder nein, die Braunen Lande waren es. Die Braunen Lande, bin ich mir ziemlich sicher. Die Braunen Lande. Und zwar habe ich es dort mal geschafft, so viele Gehöfte zu bauen. Ich war Mensch. Dass jedes Gehöft, und die waren auseinander, also die waren verteilt. Es war jetzt nicht irgendwie, dass 1000 Millionen Gehöfte da waren. Es war halt jedes Gehöft so auf der ganzen Karte ewig lang verteilt, verstreut. So wie hier halt jetzt auch, nur dass die ganze Karte voll war. Und dann habe ich es tatsächlich hingekriegt. Ja, Vorposten geht. Was geht denn hier jetzt eigentlich ab? Oha, hier stirbt mir alles. Ich habe es geschafft, so viele von diesen Gehöften zu bauen, dass Folgendes passiert ist. Ja, die sterben jetzt. Doof. Dass jedes Gehöft halt nur noch plus 1 gebracht hat. Ungelogen. Und ich glaube, das war sogar in diesem Spiel, also Aufstieg des Hexenkönigs. So. Nee, mach du da mal kaputt. Ihr holt euch das und dann rennt er nach Hause. So. Dann bauen wir da oben noch eine neue Halle. Ja. Okay. Ihr macht, was euch gesagt wird.
Naja, den Ring sollte ich dem Feind jetzt nicht bringen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. So, was machen wir denn jetzt hier noch? Die rennen hier alle, blöd wie sie sind, Richtung zu mir. Schüttelt es mich gleich. So, dann machst da einen mal zum Dragonhold. Das dürfte... Oh, nein. Huhuhu. Schnell. Ein bisschen fliehen. Dann steigst du ab. Das dürfte besser sein. So, wenn er nämlich absteigt, müsste er in der Lage sein, die alle zu vernichten. Ja, das schaut doch gar nicht schlecht. Und wenn er stirbt, dann ist er halt tot. Dann haben wir halt nicht. So einfach ist das. Ja, du bist jämmerlich. Der hält halt nichts aus. Ja, nichts. So, Dunkelstahlschmiede. Ja, vielleicht schafft er das noch. Vielleicht überlebt das doch noch. Machst nochmal Gravenhold. Danke. Wie den Ring. LOL, der Troll hat den Ring bekommen. Ich glaube. Ah nein, doch, den Ring kann er anstecken. Theoretisch könnte der Troll den Ring anstecken. Weil im Film, ich weiß nicht, ob es im Buch so ist, aber im Film zumindest, passt sich die Größe des Ringes ja seinem Träger an. Ne? Zumindest in die eine Richtung war das. Also wo Isildur, glaube ich, war das, den Ring angesteckt hat, hat er sich auf seine Handfingergröße runtergeschrumpft, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, also der Ring ist ja auch ein magischer Ring, ne, wissen wir ja. Oh, mach mir noch ein Grab von heute. Das finde ich halt stark, das ist das einzig Gute an diesem Helden. Dass du halt tatsächlich die ganze Zeit Grab und Holde spammen kannst, weil das, diese Morgul-Verderbnis, die geht eigentlich die ganze Zeit. So, jetzt bin ich überall und nirgendwo. Ja, dann rennst halt da mal rein. So, M ist wieder mal ein grauenhafter Hotkey. Naja. Waldläufer bereit. Wir sind die Herolde der Eisenkrone. So, wie wäre es, wenn wir hier mal... Ja, den werden sie aber nicht lang behalten. Dafür sorge ich schon. L ist auch wieder ein furchtbarer Hotkey. Also ich denke mal, dass ich das hier ziemlich gut gewinnen würde. Ich möchte noch ein paar Upgrades und vielleicht noch ein paar Katapulte. Das kann nie schaden. Katapulte sind immer schön. Bauen wir uns da unten noch ein bisschen was auf. Da hat es einen Feind. Da machen wir das Eisland, denn das bringt uns mehr Schaden, mehr Rüstung. Oh, das war's. Die Boni gehen gar nicht verloren. Ach, das war nur der Eisregen, ne? Ihre Führerschaft-Boni, ja. Ja, okay, gut. Dann war das in irgendeinem anderen Spiel. Von Herr der Ringe, Schlacht Mittelerde. Keine Ahnung. Dachte ich mal. Vielleicht ist Einser. Obwohl, da gab es auch den Regen. Ich weiß nicht. Genau. Mal gucken. Was bauen wir denn noch? Irgendwo will ich noch bauen. Hier zum Beispiel. So, renn mal weg. Ah ja, hier hat's den Gegner. So. Noch ein paar Upgrades. Oh, die Eispfeile, die sind wichtiger. Die sind das Allerwichtigste jetzt. Weil die machen halt richtig Schaden. Es wäre cooler, fände ich jetzt persönlich, wenn die Eispfeile nicht Bonusschaden machen würden. Oder halt nicht so viel, sondern eher einfach nur den Gegner verlangsamen würden. Nicht ewig viel, aber so ein bisschen wie die Marodeure bei StarCraft 2 halt. Gut, da ist es 50%, das wäre jetzt hier krass. Aber so ein bisschen halt. Einfach so ein bisschen. Jetzt haben sie Frostpfeile. Ja, das hilft mir jetzt auch nichts mehr. Die kriege ich alle nimmer durch.
auf Befehl. Kann ich voll vergessen, die werden nie fertig, die Frostbeine. Wir haben einen Feind vernichtet. Doch, eine sind fertig geworden, die beiden noch. Komm schon, ja, nice. Puh, knapp, aber es reicht. So, easy peasy. Lemon squeezy, das war jetzt ziemlich geschenkt. So, und dann speichern und dann haben wir noch eine Schlacht in Fornos, die ich jetzt auch gleich machen werde. Zeig mal her da. Ach du große. Naja gut, aber ich habe sau viele Bogenschützen. Also da müsste was gehen. Da müsste was gehen. Theoretisch. Schauen wir mal. Ja, ja, genau. Die Idee, die ich hatte. Ich weiß noch nicht, ob es irgendwas bringt oder ob ich das machen soll. Ich wollte es mal ausprobieren. Und zwar... Ah, jetzt geht das Spiel los. Mist. Ja, jetzt muss ich mich konzentrieren. Weil das sind doch ein paar viele Gegner. So, Mühle. Tor öffnen. Okay. Und zwar, wenn ich jetzt dazu komme zu erzählen. Vielleicht komme ich ja dazu. Ja, da kommen schon die Feinde. Und zwar wollte ich mal gucken. Ich wollte so eine Überprüfung. Ist eigentlich voll un. Also ist das unfair? Oder ist das interessant? Das müsst ihr jetzt entscheiden. Das weiß ich nicht. Ob ihr das unfair oder interessant findet. Aber ich wollte einfach mal wissen, wer kann ich hier irgendwo bauen? Ja, da ging's gerade, jetzt geht's nicht. Da! So. Und zwar wollte ich mal gucken, wer eigentlich. Ach du große. Ja, macht's mal hier so ein paar Pfeilhagel. Ich wollte mal gucken, wer eigentlich meine ganzen Videos anschaut. Also wirklich guckt, dass ich halt sehe, aha, der ist es. Der oder diejenige investiert tatsächlich Zeit. Habe ich das Tor nicht geöffnet? Um sich meinen Müll hier anzuschauen. Und deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht nicht in jedem Video, aber ab und zu, einfach weil ich es interessant fände, ein Codewort zu machen. Sprich, ich sag irgendwann, also das ist komplett zufällig. Ach du Kacke. Also ich sag nicht ach du Kacke, sondern ich sag halt irgendein Codewort. What? Weißt du, der hat ein Schwert so groß wie das Katapult und schafft es nicht, das Ding mit einem Hit zu zerstören. Wie unglaublich schwach. Wow. Was für eine schlechte Einheit. Blöd Troll. So, also, ein Codewort in jedem Video mit der Aufforderung, ich meine, ihr müsst es nicht tun, das ist natürlich absolut freiwillig, mit der Aufforderung, vielleicht habt ihr das schon erraten, dieses Codewort, oh, einfach dann in die, komm schon, in den Kommentar zu schreiben, das Codewort. Springst du mal bitte. Also ein bisschen was ist hier gestorben. Und dann einfach das Codewort in die Kommentare. Tschüss, Smorok Noob. Gestorben ist er, hält halt nichts aus, der Typ. Und dann sehe ich, dann habe ich einfach so. Ich weiß noch nicht, ob in jedem Video, aber halt, ich fände es interessant zu sehen, wer schaut und hört quasi auch meine Videos hier. Wer von euch ist das? Und vielleicht schaffe ich es dann auch, was sehr schön wäre. Ich will natürlich nichts erzwingen. Ne? Wie gesagt, alles freiwillig. Aber ich würde mich freuen, wenn wir noch ein bisschen aktiver werden würden. Ich habe auch schon lang und oft gefragt, wenn ihr mal guckt unter die Gefechte von zum Beispiel Battlezone, Herr der Ringe oder Steinchen LP. Ich frage da schon immer nach, ob wir nicht mal zusammen irgendwas aufnehmen sollen oder einen Stream. Aber die antworten leider nie. Also irgendwie entweder... sehen sie es nicht, oder sie wollen nicht, oder sie mögen mich nicht, oder keine Ahnung, auf jeden Fall kommt da halt leider derzeit nichts. Aber insgesamt, vielleicht können wir ein bisschen aktiver hier werden, wenn ihr möchtet.
Und ich krieg dann einfach so einen kleinen Überblick. Tät mich mal interessieren. Ich müsste mir jetzt für die Episode noch ein Codewort einfallen lassen. Und das wäre dann... Ich fände es einfach mal interessant zu sehen, was da rauskommt. Also, wie kommen die denn da rein? Ich meine, ja klar, durchs Tor, aber... eigentlich habe ich doch tun müssen. Was geht denn hier eigentlich ab jetzt? Hier? Jungs, Leute. Was soll das denn? Wir verlieren unsere Kontrolle. Die Kontrolle nicht sehen, dass sie herumstürzt. Ja, der Baumeister stirbt. Unser Baumeister wird angegriffen. Naja. Der Baumeister ist gefallen. Na komm. Schaffen wir hier noch was. Hier sterben halt jetzt tatsächlich ein paar Leute, ne? Reißt es nieder! Ja, mein Hier wollte So, ich muss jetzt demnächst die Bogenschützen und den ganzen Müll wieder aufbauen. Also gucken wir mal, ob da was geht oder nicht. Bewegt euch nur nicht zu schnell. Das fände ich halt auch cool, wenn du das machen könntest, dass du steuerst, die Einheiten, alle zusammen, laufen los. Laufen so schnell wie der Langsamste. Wenn du den Langsamsten, die in der Gruppe allerdings waren, einen neuen Befehl gibst, also den alleine, dass dann die anderen die Geschwindigkeit erhöhen, also anpassen an die nächst langsamste Einheit, in dem Fall wahrscheinlich der Troll. Das finde ich sehr gut gemacht, ist hier leider nicht der Fall. Ist halt, naja. Aber wie auch immer, ist ja auch egal. So, Codewort, was nehmen wir denn da? Es sollte irgendein cooles Codewort sein. Aber es muss auch random sein, dass es nicht einfach irgendwie in den Kommentaren auftaucht. Irgendwas Zufälliges. Vielleicht auch irgendwas, was mit der Episode zu tun hat? Wie wären das? Dunkelstahlschmiede ist bereit. Das ist sehr gut. Und ich will halt ein Codewort, kein Codesatz, sondern Codewort. Ja, was könnte man da nehmen? Was nehmen wir denn da? Irgendein Codewort. Also ich glaube, es ist nicht gut, ein Codewort spielspezifisch hier zu machen, weil irgendwie funktioniert das nicht so gut. Weiß nicht. Ah ja, die Festung. Ja, da schauen wir doch mal. Ach, ich weiß nicht, was machen wir denn? Was könnten wir da nehmen? Das Gebäude ist fertig. Fällt mir nichts ein. Baut für den Hexenkönig. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin mir voll am Überlegen, ob ich irgendeinen Helden nehme. Ne, der Käfer ist draußen, okay. Kein Käfer im Zimmer, sehr schön. Was nehmen wir da? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nehmen als Codewort, ich glaube, das waren Urukai Ugluk. Für diese Episode Ugluk. U-G-L-U-K, glaube ich, müsste sein. Ugluk. Ich glaube, das war irgendein Urukai. Irgendein Urukai-Held. Neben Lurz, Ugluk. So, das ist das Codewort für diese Episode. Fertig. Hey, wir sind ja rausgekommen mit Walda. Nice. Ja, supi. Dann könnten wir uns ja Isengard holen. Weil wenn ich die Elben noch vernichten kann... Warte mal, vielleicht hole ich mir erst den Fangorn. Geht dann nach Isengard, weil die Elben haben nicht so viel. Das kann ich irgendwann vielleicht mal einnehmen. Könnte klappen. Muss ich mal schauen. So, hier rennen wir natürlich weiter. Bauen überall nur Mühlen.
Genau. Ja, schaut doch gar nicht so schlecht aus. Der bleibt, da geht nichts, Phase beenden. Nice. Alter, Prinz Brand braucht da echt nichts probieren. Macht auch nicht. Na, natürlich probiert er das wieder. War ja klar. Ja, ist da wieder Hexenkönig, denkt, dass er alleine Khan Doom einnehmen kann. Wenn er es schon nicht geschafft hat, mit drei Verbündeten die Zitadelle, Stadt, Festung, whatever einzunehmen. Das ist so sinnfrei. Und ich glaube, ich habe vergessen, das Licht anzumachen. Es ist auch ziemlich dunkel draußen. Winter is coming. Und dementsprechend seht ihr wahrscheinlich auf der Webcam gar nichts. Aber gut, whatsoever. So ist es halt. So. So, machen wir das. So, der wird für immer da feststecken, das Katapult. Für immer und ewig. Oh nein, Reiter, Hilfe! So. Wenn der Flammenzepter-Magier an sich noch teleportieren könnte, das wäre krass. Aber der hat halt eigentlich... Der ist schon ziemlich mächtig, er hat nur offensive Fähigkeiten. Zwei mit Flächenschaden und drei Single-Target-Schaden. Das ist schon ziemlich mächtig. Also der haut rein. Der hat auch eine gute Gesundheit. Der hält halt mehr aus als Karsch. Ich glaube, der hat auch mehr Rüstung. Was macht der eigentlich gerade? Kannst du gegen den Troll das Todesgeflüster machen? Wow, das hat Schaden gemacht. Nicht schlecht. Oh oh, ein Olipfant. Den setzen wir mal in Brand, weil soweit wir wissen, mögen die Olipfanten keine Feuerbälle oder Feuer insgesamt. Die brennen dann und gehen kaputt. Oder auch nicht. Irgendwie macht das gar nicht so viel Schaden. Mal sehen, ob der Troll wegfliegt. Nope. Naja, gewonnen. Nicht schlecht. Ja, hau mit deinem Stab aufs Gebäude. Mach kaputt. Hau weg den Mist. So, hat er jetzt noch irgendwo einen Baumeister? Ja, da drüben. Ein Baumeisterli. Das hauen wir jetzt kaputt. Und dann hat sich das auch wieder erledigt. So, das war jetzt echt einfach. Also viel verloren dürfte man da auch nicht haben. Das wird der nie einnehmen. Nicht, wenn er so angreift. Niemals. Niemals. So, das gehört uns so oder so. Dann speichere ich jetzt nochmal ganz kurz ab. Mach die Schlacht hier noch. Oh, das sind zwei Gegner. Ohohoho. Und ich dachte, es wird einfach. Ha, das könnte knifflig werden. Vielleicht. Eventuell. Weil da ist Mordor und die Zwerge. Ja, siehst, das habe ich jetzt nicht bedacht. Und mit nicht bedacht meine ich, ich habe es halt nicht bedacht. Also nicht doppelt verneint, sondern das zweite nicht war zur Betonung des ersten. Des ersten nicht. So. Das Ende des Westens ist nah. Wir dienen soll ich unserem Banner unterstellen. Wir sind unterwegs. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, die gehen doch lieber runter. Ah, da ist der Vorposten. Was ist da? Ach, da ist bloß dieser Drache. So. Ah! Oh! Wir sind auf einen Feuerdrachen gestoßen. Wo ist der Feuerdrache? So, sobald du das eingenommen hast. Jetzt gehört das Gebäude. Ist so schön da runter rein. Schauen wir mal. Ja, besser du haust da ab. Blödkopf.
Kann ich eigentlich Morgul auf den Dings machen? Das wäre richtig. Das müssen wir verteidigen. Naja. Oh, das macht guten Schaden. Das gefällt mir. So. Na, er nimmt aber gut Schaden hier. Aber die Katapulte will ich noch kaputt haben. Natürlich widersetzen die sich. Was denkst du denn? So mächtig ist der da. So. Da schön die Verderbnis draufhauen. So, und dann müssen wir jetzt irgendwann mal so Hütten bauen, dass wir ausbilden können. Das sind Lanzenwerfer, glaube ich. So, nachdem die Katapulte jetzt weg sind, müsste das eigentlich ganz gut funktionieren für uns. Denke ich mal. Jetzt gucken wir da doch mal. Boah, lauf halt noch langsamer. Da kannst du mal reinrennen. Boah, darf er. Das müsste er zerstören. So, dann bilden wir jetzt hier ein paar Blödköpfe aus. Zuchtmeister. Ja, du brauchst keine Hilfe. Doch, eigentlich braucht er wirklich Hilfe. Und zwar professionelle. Ja, die Orks, die machen hier ein bisschen Probleme, da habe ich Angst vor. Das ist natürlich nicht gut. Weißt du was? Ich baue jetzt hier eine Festung. Habe ich eben mal so beschlossen. Müsste eigentlich ganz gut funktionieren. So, wo hat der jetzt noch was? Ach, schade. So, dann schauen wir weiter. Ausbauen. Ausbau abgeschlossen. Die Schlacht hat begonnen. Ist zu spät. Gollum. Ja, servus. Auf in den Kampf, ihr Mann. Ja. Ich bin die Faust. Wow, da haben wir Feuerdrachen getötet. Das muss teuer gewesen sein. Ich bin der Erbe des dunklen Herrschers. Sehr teuer. Naja, jetzt komm, stirb schon. Uns gehen die Rohstoffe aus. Nein, nicht die Rohstoffe. Noch ein Feuer. Die Aufnahme läuft noch, sehr schön. Das ist immer sehr wichtig. Guter Schaden auf den Troll. Oh, das ist jetzt richtig nett. Oh, das macht Schaden. Oh, wow.
Ja, der baut aber nicht schlecht. Halleluja. Wow. Der hat sich ordentlich aufgebaut. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. So nicht. Die Halle des Königs ist größer denn je. Auf in die Schlacht. Nein. So, Festung wird gleich fertig. Und jetzt sterbt. Wir haben eine neue Festung errichtet. Schaffen wir das oder sterben wir? Ja, sieht gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. So, der Hexenkönig stirbt jetzt noch, oder? Oh nein, der Troll ist tot. Tja, gestorben ist er. Zerstört Hammern und tschüss. 10,10. Gut. Die Zwerge sind fast vernichtet. Wir haben es bald geschafft. Schaut echt nicht schlecht für uns aus. Echt nicht schlecht. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.